Wir befinden uns hier heute im Ort Wernau im Landkreis Esslingen. Hier kam es zu einem Vollbrand einer Eigentumswohnung. Nachdem festgestellt wurde, dass es sich um eine starke Verrauchung und einen Vollbrand von der Wohnung handelte, wurde umgehend eine Menschenrettung eingeleitet. Da noch Menschen am Fenster und auf den Balkonen sichtbar waren und diese Personen wurden über Steckleitern gerettet. Die Wohnung, die betroffene Brandwohnung, wurde abgesucht mittels zwei Atemschutztrupps, die dann glücklicherweise feststellen konnten, dass keine Person mehr in der Wohnung sich befand und auch dann direkt die Brandbekämpfung vornehmen konnte. Besonderheit war bei diesem Einsatz, dass es sich um ein sehr verwinkeltes Treppenhaus oder auch um eine Hochparterrewohnung gehandelt hat, sodass die erste Orientierung schwierig fiel. Das konnten die Trupps dann aber gut meistern und das Feuer schnell bekämpfen. Es sind knapp 80 Feuerwehrkräfte hier vor Ort aus der Gemeinde Wernau und umliegenden Kommunen, sodass eine schnelle ehrenamtliche Unterstützung auch der Gemeinde Wernau hier stattfinden konnte. Beim Eintreffen war starke Rauchentwicklung aus der betroffenen Wohnung. Die Feuerwehr rettete mehrere Personen über Steckleitern aus der Wohnung. Insgesamt waren es 9 Verletzte. Zwei davon mussten zur weiteren stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. 7 konnten durch die Notärzte ambulant versorgt werden und wieder entlassen werden. Der Rettungsdienst war insgesamt mit 6 Rettungswägen, 2 Notarztwägen und insgesamt 3 Ärzten sowie dem leitenden Notarzt und mehr als Einsatzleiter vor Ort. Die Besonderheit bei dem Einsatz war dadurch, dass durch den Rauch es relativ undurchsichtig anfangs war und es dann schwierig war zu sondieren, wer ist verletzt und wer ist nur betroffen aus der Wohnung. Wir sind hier in der Otto-Hahn-Straße und ich habe die Einsatzkräfte auf der Ortsdurchfahrt natürlich gehört, habe sofort Kontakt aufgenommen mit unserem Feuerwehrmagazin. Und da wurde mir der Brandort auch dargelegt und beschrieben und deswegen bin ich dann auch sofort aufgebrochen hierher. Insbesondere, dass noch Personen im Gebäude waren, hat mich natürlich entsetzt und ich habe natürlich darauf gehofft, dass möglichst keine Personen zu Schaden kommen. Also ich bin sehr froh, dass das Zusammenspiel der verschiedenen Einsatzkräfte wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat, dass die Feuerwehr aus Könken von hinten einen Rettungsangriff gestartet hat und mit Steckleitern die Personen im Haus gerettet hat, während unsere Wernauer Feuerwehr zusammen mit der Blochinger Feuerwehr von vorne einen Brandangriff gestartet haben. Und das hat alles wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich bin sehr froh, dass diese Ehrenamtlichen mitten am Tag auch zur Verfügung standen und dieses Geprobte, dieses Geübte dann heute auch im Ernstfall so gut funktioniert hat. Also ich bin froh und dankbar, dass keine Personen dadurch durch Brand zu Schaden gekommen sind. Also wir werden sie kurzfristig unterbringen müssen. Also die geschädigte Wohnung wird über die nächsten Wochen nicht mehr bewohnbar sein. Bei allen anderen Wohnungen im Gebäude denken wir, dass wir durch die Entrauchung, die im Moment läuft, in circa 1 bis 2 Stunden wieder eine Bewohnbarkeit herstellen können. Aber die geschädigte Wohnung wird auf längere Zeit nicht bewohnbar sein. Wir werden die Familie, die glücklicherweise auch nicht zu Schaden gekommen ist, zunächst im Hotel unterbringen und danach in einer städtischen Wohnung, die wir für solche Zwecke immer zur Verfügung halten. Und deswegen ist es tatsächlich auch machbar. Es ist zwar keine optimale Lösung für die Familie, es ist natürlich ein herber und harter Schlag, aber zumindest haben sie ein Dach über dem Kopf und das können wir sehr schnell gewährleisten.